wie schnell man tot ist. Der schießt soll! Und warum habt ihr nicht? Befehl, dich lebendig gefangen? Nein, sie den Befehl Scheiße. Zur lebendigen Gefangennahme! Feuer! Am besten, ich unterstütze sie noch immer nicht. Okay. Und die Lampe schon. Der ist tot. Auf den Kessel schießen. Und der auch. Versucht, Schluss mit Lustig. Zu behandeln. Wozu all die Mühe? Na, das ist reine Höflichkeit gegenüber einem Ex-Kollegen. Weiter, ich dachte, sie würden ohne viel Aufhebens mitkommen. Und tschüss. Dann hätte ich bei der Sack so ein gutes Wort für sie eingelegt. Tja, klingt doch ganz gut. Aber was ist mit dem Morgen? Ja, sie wäre natürlich degradiert worden. Aber ihre Untergebenen tragen keine Schuld. Okay. Ach ja, klar! Schnell weiter, schnell weiter. Okay. Unten lang. Oh, Scheiße. Ah, man sieht kaum die Hand vor Augen. Achtung! Halt den Zug! Du Adler! Oh, ich will raus hier. Verdammt, verdammt, verdammt. Unten lang. Nicht schießen! Nicht schießen! Ja, ja, ja. Geh weg, hau ab! Bombe aktiv! Nichts wie weg hier! Achtung, da los! Die reißen uns noch in Stücke! Ich bin unterwegs! Gib Gas! Scheiße! Ich hab die Bremse gedrückt! Komm schon näher! Komm schon! Oh, fuck! Hilf mir! Warte! Ja! Wir müssen schneller werden. Wir dürfen nicht an der Explosion sein. Mach's gut, ihr Arschlöcher. Vorsicht. Juhu. Jawohl. Ja, Mann. Oh mein Gott, das Jam, Gott sei Dank. Wir haben's geschafft. Wir können aber nie wieder zurück. Das weißt du. Jetzt sind wir nicht nur Verräter, sondern auch noch waschechte Saboteure. Wir haben 100 Kilometer von Moskau entfernt angehalten, um unsere Geigerzähler abzulesen. Erstaunlicherweise sind sie alle im grünen Bereich, als hätten sie sich gegen uns verschworen. Trotzdem beeindruckt mich diese Nachricht nicht besonders. Die anderen sind ganz verwirrt, was sie nun tun sollen, aber ich warte nur auf Antworten und hoffe, dass der Kommandant, dem ich bis vor kurzem ausdrücklich vertraut hatte, sehr überzeugende Erklärungen hat. Warum die Trauer? Wir sind an einem kritischen Punkt angekommen. Und wir alle fragen uns einfach, wie es jetzt weitergehen soll. Ja, das dachte ich mir fast. Aber ihr habt wohl schon kapiert, wie die Dinge stehen. Funktioniert dein Zähler denn? Hast du mal nachgeschaut? Ja, alles im grünen Bereich. Hab's zweimal überprüft. Stepans Zähler zeigt auch grün. Wir brauchen hier keine Masken. Was? Also, haben Sie die Wahrheit gesagt? Wer hat die Wahrheit gesagt? Ich. Warum antwortest du nicht? Wer waren diese Leute, die uns umbringen wollten? Warum sollten sie auf dich, den Kommandeur des Ordens, schießen? Erklär uns das wenigstens, das schuldest du uns. Naja, dann kann ich die Bombe auch genauso gut gleich platzen lassen. Der Krieg ist nicht vorbei. Was soll das heißen, er ist nicht vorbei? Lass mich ausreden. Die meisten Städte wurden zerstört. Der Rest des Landes ist vermutlich unter feindlicher Besatzung. Um Atomangriffe gegen uns zu vermeiden, hat das Kommando die einzige Möglichkeit gewählt. Sich totstellen. Um Funkstille zu gewährleisten, wurde das Schildsystem aufgebaut. Ein Netzwerk aus Störsendern, das Moskau und die Vororte abschirmt. Damit ein paar Hobbyfunker mit ihrem Gewinsel keine weiteren Bomben provozieren.
Und einige dieser Störsender wurden von den hier Anwesenden ausgeschaltet. Hättest du das nicht vorher sagen können? Zum Beispiel, bevor Artyom mit dem Funkgerät nach draußen ging und all die Strahlung abbekam? Nein, ich wurde erst vor einem halben Jahr ins Bild gesetzt. Unter der Prämisse, sprichst du, stirbst du. Daher musste ich meinen Leuten sagen, wir hätten eine Wetterstation zu sichern. Herr Oberst, bei allem Respekt, wenn wir nicht zurück können, sollten wir vielleicht nach vorne blicken? Ich habe da eine Idee, aber... Artyom, anstatt mit dieser stummen Missbilligung weiterzumachen, solltest du lieber die Funkfrequenzen überprüfen. Wir müssten jetzt außerhalb des Bereichs der Störgeräte sein. Also probier es mal. Suche nach Funksprüchen von der Arche. Von der Arche? Verstehst du jetzt, warum wir in den Augen des Kommandos Verräter sind? Wir haben Funksprüche von der Arche. Die Wache erschossen, einen Patrouillenzug zerstört und sind aus Moskau geflüchtet. Da, ich krieg was rein. Es gibt jetzt kein Zurück mehr. Verdammt. Was bedeutet, dass wir nach vorne durchstarten müssen? Kommando, wovon redest du denn da? Das Moskauer Verteidigungskommando. Hast du jemals von den unsichtbaren Beobachtern gehört? Ja, aber das ist doch nur eine Legende. Ganz und gar nicht. Sie sind das Kommando. Ich hab's gefunden. Bist du sicher, dass sie sich nicht nur um ihre eigene Sicherheit kümmern? Ich hab's. 1-1-7-9. Hört mal alle hier. Ich wiederhole, begebt euch zum Sammelpunkt. Der Positionscode für den Sammelpunkt ist 1-8-1-1-7-9. Bereich. Wo soll diese Nummer sein? Der Berg Yamantau. Die Route von hier sollte also etwa so verlaufen. Das ist unser Ziel. Ja. Und ist es das, was du im Sinn hattest? Ja. Das Projekt Arche ist eine ganze Stadt im Untergrund. Riesige Lager, Maschinen, die besten Experten. Es ist das Hauptquartier des Oberbefehlshabers. Alle Führungskräfte des Landes sind dort. Sie haben bereits mit dem Wiederaufbau begonnen. Wir werden Ihnen sagen, dass Moskau noch lebt. Es war nicht alles umsonst. Alles wird sich ändern. Alles, verstehst du? Ein neues Leben beginnt. Für alle Überlebenden des Krieges. Ja, Mann. Das endlich mal wieder gute Nachrichten. Gut reagiert. Ich finde, der Moment schreit geradezu nach... Schenk ein, Damir. Was soll ich einschenken, Herr Oberst? Das Zeug, das in deiner Feldflasche herumschwappt. Na dann. Meinst du, ich wäre taub, oder was? Ah, das. Ach, für einen Moment dachte ich, meine Ohren täuschen mich. Die Reise zum Ural ist nicht gerade kurz. Daher sollten wir es uns wohl gemütlich machen. Wie wär's? Sollen wir diesem Schrotthaufen einen Namen geben? Wird aber auch Zeit. Wäre nicht schlecht. Lass uns Anna nennen und gut ist. Ach, zur Hölle. Noch besser. Ach, komm schon. Wie wäre es mit Aurora? Die römische Göttin der Morgenröte und dieser Kreuzer. Ihr wisst schon was. Schon besser. Nicht schlecht. Aurora, gefällt mir auch. Ein schöner Name! Klingt ganz gut. Ja. Aber was für ein Kreuzer. Sag ich dir später. Dann ist das wohl beschlossen. Trinken wir auf die Aurora! Auf die Aurora! Guter Wodka. Hey, Artyom, lass uns mal einen Blick auf die Karte werfen. In Ordnung. Okay. Eine Runde hatten wir. Das sollte reichen. Hier, Mark, Volldampf voraus! Jawohl! Okay. Was für eine Strecke. Ich frage mich, wie lange das dauert. Ein Weilchen? Egal, wir fahren dorthin. Guter Plan. Wie geht's dir, Eimisch? Anna, ich hätte einen Pfeil von Amo erwartet. Stattdessen habt ihr eine Kugel von einem hässlichen Dreckskerl erwischt. Wirklich alles klar bei dir? Ich kenne dich doch. Nur damit du es weißt, Namen machen Männer interessant. Und wir werden ganz sicher noch vielen Frauen begegnen. Ja. Viele brauche ich nicht. Die Qualität ist wichtiger. Wir haben also ein Ziel.
Die Arche. Arche. Ja. Auf ein Wort. Zigarette. Artyom, was geschehen ist, ist geschehen. Ja, ich habe dich nicht davon abgehalten, rauszugehen. Ja, ich habe versucht, es dir auszureden. Ja, ich habe dir nicht gesagt, dass wir nicht die Einzigen in der Leben sind. Aber ich hatte damals auch noch nicht die Freigabe. Das ist ein Staatsgeheimnis, verstehst du? Ich habe die Freigabe erst nach unserem Kampf um D6 bekommen. Sie sagten, ich müsste ihre Rekruten ausbilden, weil der Krieg noch nicht vorbei sei. Meinst du nicht, ich war schockiert? Wofür waren unsere Leute dann in D6 gestorben? Wofür habe ich meine Beine verloren? Aber ich verstand es. Weil der Krieg noch tobte, war die Sicherheit vorrangig. Unsere Leute hätten das verstanden. Also bitte, tu du es auch. Du hättest das bei allen in der Metro ausgeplaudert. Du bist ein gottverdammter Prometheus, ein Messias. Du musst das Volk aus der Höhle führen. Meinst du, du hättest irgendwen gerettet? Erinnerst du dich an den Spürsinn? Was, wenn Moskau wegen dir gefunden worden wäre? Was, wenn Raketen zu uns unterwegs gewesen wären? Hm. Wie auch immer, egal was sie von mir halten, ich bin kein Deserteur und ich werde auch nie einer sein. Ich bin bereit, die volle Verantwortung für alles zu übernehmen. Aber wenn auch nur die geringste Chance besteht, mich zu entschuldigen, dann nutze ich sie. Wie wär's mit jetzt? Das bedeutet, dass wir, wie ein Läufer, der stolpert, immer schneller laufen müssen, um das Gleichgewicht zu halten. Und wage es, uns alle wieder ins Stolpern zu bringen. Hast du das verstanden? Ich hab's verstanden. Ich hoffe sehr. Wie auch immer, wenigstens wissen wir jetzt, wohin wir laufen müssen. Also rein mit dir, wirf einen Blick auf die Karte, denn unsere Route ist jetzt ziemlich klar. Alles klar. Mach ich mal die Zigarette aus. Unsere Route ist ziemlich klar. Wie lange hast du schon für diese Störsender-Leute gearbeitet? Etwa ein Jahr, schätze ich. Anfangs wollten sie mich haben, weil ich Erfahrung darin besaß, anderen zu helfen. Sie erzählten mir von den Wetterstationen und Beobachtungsstationen für Mutantenwanderung. Aha. Ich war ganz stolz, ihnen helfen zu können. Dann, vor etwa 2 Monaten, luden sie einen ganzen Haufen Leute. Hör mal, Artyom, du solltest wenigstens etwas frische Luft schnappen. Ohne Maske. Davon hast du doch immer geträumt. Ich war schon draußen mit deinem Vater. Entschuldige die Unterbrechung. Schon gut. Keine Sorge. Da gibt es nicht viel zu erzählen. Ein paar Tage später kam ich von einer Fahrt zurück, hielt den Zug an, ging los und fand diese Menschen. Bald merkten sie, dass ich den Graben gesehen hatte und erzählten mir die üblichen Lügen über Spione und was nicht alles. Hast du ihnen geglaubt? Nun, es schien mir sicherer, ihnen zu glauben. Aber dann konnte ich die Fassade nicht mehr aufrechterhalten. Daraufhin sagten mir die Sicherheitsoffiziere ganz direkt, mit wem auch immer du sprichst, der wird sterben und die ganze Station mit ihm, falls nötig. So war das. Aber dann sah ich dich und Artyom. Ich wusste, dass ich nicht mehr allein war. So etwas kann man nicht für sich behalten. Jetzt verstehe ich, warum du uns damals geholfen hast. Vielen Dank. Damals? Nicht der Rede wert. Und so es Gott will, wird es nicht umsonst gewesen sein. Das auf keinen Fall. Ja. Hast du jemals einen Zug über die Stadtgrenze hinausgefahren? Nein, dazu hatte ich keine Gelegenheit. Ich war mal Metro-Zugführer. Passend. Ich arbeitete an der Ringlinie. Ja, verdammt langweilig. Den ganzen Tag im Kreis und immer wieder. Und auch keine langen Strecken. Eine ganze Runde dauerte nicht einmal 30 Minuten. Also träumte ich weiter davon, wie schön es wäre, die Metro zu verlassen und bei der Eisenbahn zu arbeiten. Durch ganz Russland reisen, nicht ständig im Kreis zu laufen, wie eine Ratte im Labyrinth. Aber mein
Meine Frau ließ mich nicht. Wir hatten Kinder. Zwei. Als ich anfing, von der Eisenbahn zu erzählen, von meinem Traum, schlief sie aus Protest monatelang nicht mit mir. Doch als Moskau getroffen wurde, waren meine Tatjana und die kleine Saschenka zu Hause. Ich war an dem Tag bei der Arbeit. Irischka wartete in der Metro auf mich, war von der Schule zurück. Und so überlebt wir an diesem Tag, aber letzten Endes verlor ich auch sie. TB. Ah, du kennst das ja. Also fahre ich hier und spreche in Gedanken mit meiner Tatjana. Und ich sage zu ihr, immerhin konntest du mich nicht für immer aufhalten. Hier bin ich nun auf einer echten Eisenbahn. Ein echter Zugführer. Entschuldige den Gefühlsausbruch. Mein Fehler. Tut mir wirklich leid. Und danke, dass du es mir erzählt hast. Bei dir alles klar? Hey, Artyom, ja. Ist vielleicht ein Musiksender? Ein Musiksender? Ich kann mal gucken. Ich glaube nicht, aber wer weiß. Noch etwas Wodka. Sehr gut. Mal schauen. Ein Musiksender will er haben. Das hört sich doch gut an, ne? Nein, nein. Achtung, Achtung! Hier spricht das Spezialkomitee für Wiederaufbau von der Basis des Projekts Arche. An alle, die mich hören können und noch immer nicht... Na, komm schon. Der Positionscode für den Sammelpunkt ist 1811. Erstmal aufschreiben. 79. Bereich 18. Tagebuch. Ich wiederhole. Team Neue Welt. Lebensweise, Ausrüstung, Waffen. Wie viele Waffen haben wir denn? Wie sieht's denn aus mit unserer Ausrüstung? Bereich 1A-5. Nur indem wir zusammenhalten. Ah, okay. Sehr schön. Okay. Da unten alles klar? Oh, es sind nicht viele Waffen, was wir haben. Was ist das? Eine Notiz. Zustandsbericht. Hallöchen, Artyom. Hallo. Ob nun beabsichtigt oder nicht, aber es scheint mir so, dass unser Oberst nun wegen dir ein Ziel vor Augen hat. Aha. Wir wissen alle noch, wie du in D6 gekämpft hast. Also egal, was vor uns liegt, wir stehen hinter dir. Du kannst auf uns zählen. Das ist schön zu hören. Tja, was mich betrifft, ziemlich voll hier. Ich denke darüber nach, hier eine Werkbank zu bauen. Eine Werkbank hört sich gut an. Instrumente und andere Sachen in Griff. Ohne Werkbank gehen die Kleinteile immer verloren. Hier können wir dann an den Waffen arbeiten. Einigen, einholen. Dann lassen die anderen ihre Finger davon. Das können keine Schaden haben. Das ist eine gute Idee. Aber das kriegen wir hin. Wenn du also irgendwelche Waffen findest, die du behalten willst, dann bring sie zu mir. Ich lade und repariere sie recht gut. Wenn du sie zurückbekommst, sind sie zweifellos besser als je zuvor. Das lässt sich gut an. Ich habe in meinem Leben schon viele Waffen gereinigt und eingeholt. Industriell produzierte und auch handgemachte Waffen. Manche davon waren einfach fantastisch. So ungewöhnlich. Wenn du also Fragen zu Waffen hast, dann bin ich dein Mann. Alles und klar. Waffen sind wie Frauen. Sie brauchen Aufmerksamkeit. Du musst deine Waffe gut säubern und einhüllen. Und du musst die Munition überprüfen, denn
denn schmutzige Munition rosten manchmal. Mhm. Aber wenn du dein Herzblut hineinsteckst, funktioniert die Affe immer. Tja, ich öde die hier eben zu Ende ein. Dann fange ich mit der nächsten an. Sie ist auf jeden Fall echt gut in Schuss. Wow. Okay. Wie sieht's denn hier aus? Na, alles okay? Er hätte mich ruhig holen können, um auf die Aurora zu stoßen. Ziemlich heiß, ja? Ich helfe dir mal. Mach eine Pause. Na ja, leg los. Okay. So. Denn ehrlich gesagt, bin ich etwas müde. Kein Problem. Das einzig Gute an diesem Job ist, dass man den Winter vergisst. Hier ist eine Bullenhitze auch. Wenn man diesen Vorteil später nur nicht mit Schmerzen am ganzen Körper bezahlen würde. Ja, das gibt nachher Tinte auf den Füller. Tja, stimmt. Ich fühle mich ganz ruhig. Ne. Ja, und wieder. Sagen, das sei dynamische Meditation. Okay. Das ist alles? Ja. Gut, erstmal. Dann mache ich jetzt weiter. Ja. Ich hoffe, du hast kurz deine 2 Minuten genossen. Gut. Achtung, Achtung! Hier springt das Spezialkomitee. Dann gehe ich mal noch ganz kurz raus, frische Luft schnappen. An alle, die mich hören können und noch immer dem Ziel dienen, begebt euch zum Landepunkt. Ah. Wunderschön. Sieht alles so friedlich aus. Ein kleiner Bahnhof. Hey, was macht ihr hier vorne? Mein lieber Moses, merkst du, wie süß die Luft ohne Maske ist? Und nicht nur süß, sie hat so viele Düfte. Ein seltsames Gefühl, oder, mein Freund? Absolut. Du hast mir mal davon erzählt, wie du deine Maske oben auf dem Ostant-Kinoturm abgenommen hast. Als du die Raketen auf die Schwarzen ausgerichtet hast, war die Luft damals bitter? Wer weiß, hättest du diese Raketen nicht abgefeuert, wärst du vielleicht nie auf dieses Gebäude geklettert und hättest kein Signal empfangen. Ja. Das Leben ist schon seltsam. Ein zufälliges Ereignis zieht ein anderes nach, wie Glieder einer Kette. Absolut. Du ziehst diese Kette aus einem tiefen, dunklen Grund. Die Glieder kommen aus dem dunklen Wasser. Und was ist im Eimer am Ende der Kette? Das bleibt ungewiss. Daran muss ich oft denken, wenn ich eine Entscheidung treffen muss. Du kannst die Kette auch nicht fallen lassen. Du musst stets aus diesem Eimer trinken. Naja, Brüsterchen. Und? Wie fühlt es sich an, der Moses zu sein, der an dieser speziellen Kette zieht? Ich bin kein Moses. Ist es dumm, über so etwas nachzudenken, wenn ich mein ganzes Leben lang nur Befehle ausgeführt habe? Naja, ich werde nicht umsonst Idiot genannt. Ach, ganz und gar nicht. Ich würde gerne wissen, was am Ende deiner Kette ist. Freiheit. Endlich frei. Sieh mal, wenn hier keine Strahlung ist, dann können wir alle anderen aus Moskau herausholen. Es ist völlig egal, ob es hier Strahlung gibt oder nicht, Genosse Amerikaner. Die Bürger von Moskau müssen bleiben, wo sie sind. Was? Aber warum? Wir sind nur knapp außerhalb der Stadt und die Strahlung ist gleich null. In deinem Amerika waren die Dinge vielleicht so einfach. Aber hier ist es das nie gewesen. Gerade noch sind wir als Retter der Metro aufgewacht. Und zur Mittagszeit sind wir schon feindliche Spione, Saboteure, Zugdiebe. Und weshalb? Etwas, das wir für wahr gehalten haben, hat sich als Lüge herausgestellt. Und das reicht ihnen, um uns tot sehen zu wollen. Die Bosse der Hansa müssen gewusst haben, dass hier oben ein Leben möglich ist. Aber die Öffentlichkeit wusste es nicht. Wer würde schon noch unten in der Metro bleiben wollen, wenn wir davon erzählen? Keiner. Das können wir ihnen nicht sagen. Wenn die schon bereit sind, Hackfleisch aus alten Damen und Kindern zu machen, um ihr Geheimnis zu wahren, was glaubst du dann, was sie mit dir anstellen, Onkel Sam? Wir können nicht zurück. Wir können den Funk nicht nutzen. Hast du die Störsender schon vergessen?
Und selbst wenn du jetzt den perfekten Rambo gibst und wieder zur Metro durchbrichst, glaubst du etwa, die glauben dir alles und sagen, ja, Moses, führe uns aus Ägypten heraus. Kannst du dir auch nur annähernd vorstellen, wie viele Tote das bedeutet? Was labert der da? Nimm mal den durchschnittlichen Stationsbewohner. Selbst wenn die Hanse ihn nicht erschießen würde, wie weit käme er? Wahrscheinlich gerade mal bis zur nächsten Mutantenhöhle. Wir sind hier sicher, während wir mit diesem Ostexpress fahren. Die haben nicht so viel Glück. Ganz und gar nicht. Was, wenn eine ordentliche Evakuierung durchgeführt wird? Und wer soll das machen? Die Leute der Hanse? Diejenigen, die uns 20 Jahre lang unter Verschluss gehalten haben? Oder nur wir beide? Abgesehen davon hört es ja nicht damit auf, dass wir die Leute aus Moskau herausholen. Sie müssen sich irgendwo ansehen, brauchen Lebensmittel. Nein, Bruder. Ich verstehe ja deinen Standpunkt, aber das hier ist komplexer, als es scheint. Vermutlich hast du recht. Mir ist wohl die saubere Luft zu Kopf gestiegen. Bedeutet das denn nun, dass der Oberst Bescheid wusste? Oh oh. Sein Rang macht das sehr wahrscheinlich. Abgesehen davon hat er ja Verhandlungen mit der Hanse geführt. Wo wären wir jetzt nach dem D6-Debakel ohne sie? Sie haben uns Waffen und Rekruten gegeben, um die Verluste auszugleichen. Wir hingegen, unsere Kompetenz reicht nicht über nette Gedanken und unsere Aufgabe, die Narren in der Metro davon abzuhalten, sich gegenseitig umzubringen, hinaus. Vergiss nicht, wenn nicht wir, wer dann? Du bist schlauer, als es dir gut tut, Idiot. Okay, ich lasse euch mal wieder in Ruhe. Wir brauchen keine Masken, die Schienen führen durchs ganze Land. So weit, wie wir wollen, würde ich sagen. Für Yamantau wären das dann wohl 2000 Kilometer. Nein, ich meine, wie weit kommen wir mit dem Sprit? Was ist das Ding für ein Verbrauch? Ach das? Kohle. Ja, das Ding läuft ja nur mit Kohle. Ja. Eigentlich müsste es an jedem Bahnhof Kohle geben. Und wenn wir keine finden, können wir immer noch Holz verbrennen. Ja, genau. Also kommen wir ewig weit. Okay. Aber jetzt sollte ich mal einen Blick auf die Karte werfen. Aha.